Ja, herzlich willkommen bei meinem neuen Tour-Video und ich befinde mich gerade am Aachensee. Wieder zusammen unterwegs mit meinem Papa. Wir fahren heute Richtung Gardasee und heute ist Mittwoch und dann zwei Nächte bis Freitag. Wir befinden uns jetzt auf dem Weg zur alten Römerstraße, also ganz grob sind wir jetzt also in der Richtung von Brenner, von Innsbruck und fahren eben jetzt zur alten Römerstraße, die parallel zur Brennerautobahn verläuft. So, wir sind jetzt am Brenner oben angekommen. Lustiger Zufall. Zwei Honda Africa Twins stehen an derselben Stelle. Man sieht, es kommen leichte Regenwolken, es tröpfelt auch ganz leicht. Und jetzt fahren wir dann übers Penzerjoch, wenn ich mich nicht ganz täusche, Richtung Bozen und Meran. Können wir mal auf die Karte gucken. Müsste das Penzerjoch sein. Kommen wir quasi runter, dann ist hier Bozen. Und dann fahren wir vom Bozen hier über so eine weiße Straße nach Meran. Und von Meran dann übers Ulpental hier so runter. Also machen wir so einen kleinen Schlenker. Bin mal gespannt, was kommt. So, wir sind jetzt am Penzerjoch oben. Da auf dem Schild sieht man es immer. Echt coole Strecke nach oben, ist sehr gut zu fahren, also sehr guter Belag und so. Sau windig hier oben. Schauen wir kurz noch eine Instagram-Story. Wie ist sie denn? So. Und dann geht's auch wieder runter nach Meran. Always come when I need you. You know I'll be there for you. So, wir sind jetzt kurz vor Bozen und erklimmen gerade auf einer ziemlich steilen Straße. So ein paar Weinhänge hier. Das ist schon fast Monte Zonkulan Niveau. 35% und 2,10 Meter Breite. Das klingt doch stark nach dem ersten Gang. Hoffe ich mal, dass kein Gegenverkehr kommt. Alter, 35%. Der Hund hat keinen Bock. Bleib halt mitten in der Steigung stehen, zu fix. Da kannst du das Anfahren üben. Da will ich natürlich nicht zu nah auffahren, weil wenn er jetzt stehen bleibt, habe ich ein Problem. Alter, das ist steil hier. 35%. Also die steilsten normalen Landstraßen haben vielleicht 20 oder der Zonkulan hatte noch 24. Das war eine der steilsten der Straße Italiens. Oh Gott. Ich muss echt hoffen, dass das Motorrad kurz mal langsam werden, dass das Motorrad nicht vorne an den Grip verliert.
schön durch die Kieselsteine durch. Und hier ist es, Bozen. Was für ein geiler Blick auf die Stadt. Wahnsinnig viele Hochhäuser, wie es scheint. Wir werden hier gleich mal einfach genau an dieser Stelle, auch wenn ich da wahrscheinlich nie mehr wieder im Leben vorbeikomme, einen Aufkleber anbringen. So. So, wir sind jetzt in der Nähe von Meran. Haben wir so ein nettes Lokal gefunden und kurze Pause gemacht. Wie man sieht, einige Biker hier, aber alles natürlich nur Tourenmaschinen. Kolonnen fahren, wie ist das schön, schön, schön. So, jetzt gucken wir mal, jetzt müssten wir eigentlich allmählich Richtung Meran und runterkommen. In dieses schöne Tal vor uns einsteigen und fahren dann ins Ultental. Sonne pur, in München war es ja beim Start ein bisschen wolkig, wie ihr gesehen habt. Also alles perfekt. Super Straßenbedingungen hier. Und es geht weiter. Where are you now? Where are you now? Always try my best for you. You just know it is true. Where are we now? So, da unten in der Ferne erkennt ihr jetzt den, ich muss mal kurz auf Google spicken, Lago di Santa Agustina. Wie ihr seht, Wetter ist immer noch traumhaft, geile Straße. Hier auf meiner Karte kommen wir jetzt hier runter. Da unten in der Ecke ist der Gardasee, wir kommen hier so runter, fahren dann noch zum Lago di Malga Bissina, das ist so ein Stausee. Gucken, ob ich irgendwo noch einen coolen Aufkleber finde. Ja, das gute Wetter hat uns verlassen. Wir sind in Simego. Das liegt eigentlich jetzt genau auf einer Ebene mit Riva, nur in einem anderen Tal. Das ist genau links von uns, also östlich. Ist jetzt der Gardasee mit Riva im nächsten Tal und wir wollen jetzt dann zum Ledrosee und dann quasi die Kurve rüberkratzen zum Gardasee. Wir hoffen mal, da links ist es schon wieder blau, dass es jetzt nicht zu schlechtes Wetter wird. Ja, eine Minute später. Und es regnet. Jetzt schauen wir mal, ob wir entweder uns kurz unterstellen können. Und ich selber werde jetzt auch nur bedingt nass. So gesehen ist es nicht so schlimm.